Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul von mir. Ich war heute beim Edeka und ganz kurz beim DM und habe relativ unspektakuläre und auch wenige Sachen gekauft. Aber ich wollte euch natürlich trotzdem einen Food Haul bieten können und deswegen zeige ich euch das jetzt mal. Zuerst die Sachen vom DM. Da habe ich zwei Produkte und die wollte ich euch neulich schon mal gezeigt haben, weil die echt gut sind. Und zwar ist das von DM Bio. Vollkornverfalle. Das sind diese Schleifennudeln, sagt man das so? Also wie diese Schleifen, die Männer tragen statt einer Krawatte. Wow, keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall diese Nudeln. Und dann habe ich einmal Vollkornspaghetti mitgenommen. Ja, beides Vollkorn, beides von DM Bio und es ist richtig lecker. Kann man gut essen. So, dann mal beim Edeka. Da habe ich eine Packung Klopapier mitgenommen. Das ist so unser Standardpapier. Wir weichen auch mal ab, aber meistens kaufen wir das. Genau. Dann durften mit zweimal Schokopudding mit Sahne für die Puddingabteilung. Dann habe ich einmal Speisestärke mitgenommen, weil meine nämlich alle ist. Damit binde ich immer Soßen. Das mache ich damit hauptsächlich, ja. Genau. Dann habe ich Milch mitgenommen und eigentlich wollte ich eine Palette kaufen. Jetzt habe ich die ganze Speisestärke hier auch von Leggings. Jetzt klingelt das Telefon. Wir lassen es einfach mal im Hintergrund klingeln. Eigentlich wollte ich eine ganze Palette kaufen, aber ich hatte keinen Platz mehr im Einkaufswagen und dann habe ich einfach nur zwei Packungen Milch mitgenommen. Das ist die 1,5er fettarme Milch. Telefon klingelt immer. Dann habe ich Joghurt mitgenommen, der war im Angebot. Von Ermann, diese Gläser. Für 88 Cent waren die im Angebot und ich habe einmal Bonbon Vanille genommen. Das packe ich mal hier hin. Und einmal Pfirsich Maracuja. Auch immer lecker. Wobei ich aktuell vom Wochenmarkt Pfirsich Maracuja Joghurt habe. Der ist auch richtig gut. Der ist so cremig. Richtig geil. Dann war für 3 Euro irgendwas im Angebot Jakobskaffee. Da habe ich diesen Krönung Mild mitgenommen. Der Mann hat nämlich kaum noch Kaffee und ja. Da kaufen wir immer den, der gerade im Angebot ist. Meistens Idee-Kaffee, aber der war jetzt nicht. Dann kommt ein bisschen Süßkram. Da haben nämlich kaum noch was. Und zwar einmal Kinderriegel mit diesen Stickern vom DFB. Ich bin da irgendwie ein bisschen hinterher, die zu sammeln. Keine Ahnung warum. Und einmal auch Duplo, so ein Maxi-Paket. Da sind auch Sticker drin. Dann haben wir einmal Haribo Cola-Flaschen mitgenommen. Sind leider alle nicht reduziert gewesen, also 99 Cent pro Packung. Richtig doof von mir. Dann Katjes Joghurtgums, die liebe ich. Und dann noch einmal diese Lachgummi, die ganz normalen. Die sind mehr für den Mann. Dann habe ich noch einmal Vanillezucker mitgenommen. Denn Vanillezucker waren wir alle neulich. Das hat mich richtig irritiert. Ich kenne das nicht, dass Vanillezucker alle ist. Genau. Dann habe ich Kartoffel-Roggenkrüstchen mitgenommen. Also so Aufbackbrötchen. Mal gucken, wie die schmecken. Ich bin sehr gespannt. Also ich denke, mir werden die gut schmecken. Ob sie dem Mann schmecken, das ist die Frage. Und dann habe ich noch eine Packung Sandwich-Toast mitgenommen. Weil wir ja immer jetzt jeden Morgen hier zusammen frühstücken und eine Brotzeit machen. Ja. Ich würde auch gerne mal wieder ein geiles, frisches Brot haben. Aber ausgerechnet dann werden wir wahrscheinlich irgendwie tagelang nicht frühstücken zusammen. Also wie man es macht. Dann habe ich für mich noch Fuse Tea mitgenommen. Schwarzer Tee mit Zitrone. Die waren im Angebot. Ich weiß aber nicht für wie viel, ehrlich gesagt. Unter 1 Euro auf jeden Fall. Und für die Kinder. Ja, genau. Bei Miavoll war ich nämlich auch. Bei Miavoll habe ich für die Kinder diese beiden Buddeln mitgenommen. Das ist Fanta ohne Zucker. What the Fanta? Und es geht darum, das Rätsel zu lösen, was für ein Geschmack da drin ist. Und das fand ich ganz lustig. Deswegen sind ja für die Kinder 2 Stück mitgekommen. Und auch von Jawohl hatte ich noch diese, dieses Wassereis. Das ist so eine Riesenpackung. Also die sind relativ lang. Die finden die Kinder auch jedes Jahr wieder toll. Deswegen durften die mit. Und, ach ja genau, ich habe noch Streu mitgenommen. Das ist draußen. Das habe ich noch nicht mit reingeschleppt. Oder habe ich überhaupt nicht mit reingeschleppt. Geht auch nicht vor. Und von Mümmelmann 2-mal Kaninchenfutter. Genau. Und das war mein Einkauf. Mehr spannende Sachen habe ich nicht gekauft. Also relativ klein. Es ist ein, wie ich gerade an der Zeit hier sehe, sehr kurzer Haul. Aber besser als nichts. Ich wollte euch mitgenommen haben. So habt ihr heute zumindest ein Video von mir. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.